Es rappelt im Karton. Ton, 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 ton. Alter! Jetzt wird das ganz heiß an deiner Hand immer, ne? Jetzt wird das immer ganz heiß an deiner Hand. Das ist einfach witzig. Das ist nur lustig, du hast mir sogar wehgetan. Genau, wollte ich auch. Ich habe deine Hand angebrannt. Okay, gut. Ich wollte dich verbrennen. Und jetzt gehe ich wieder. Okay. Bist du Wahnsinn? This girl is on fire! Alter! Mann! Vorsicht, Feuer! Bist du bescheuert, sag mal! Feuer! Das sind meine privaten Sachen! Feuer! Feuer in der Garderobe! Feuer im Büro! 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 Feuer, Hilfe! Build me up and then I fall apart, 'cause I'm only human. Yay, wir haben ja ein Paket. Und zwar, das habt ihr noch nicht gesehen, das Unboxing müsste noch kommen. Und zwar habe ich mir das hier besorgt, ja. Und zwar ist das eine ausländische Box, die aber auch eine deutsche Tonspur hat. Und es sind alle Filme, Blu-ray, bla bla bla. Und hab mir die für 4,50 € geschossen und die kriegst du wieder für 160 € in Deutschland gar nicht mehr. Jetzt hat sich ein Zuschauer bei mir gemeldet, du hör mal, ich hätte da noch was für dich. Ich würde dir gerne mal was zuschicken, aber ich gesagt, mach mal. Tja, und jetzt habe ich hier zwei Pakete. Einmal das Paket und noch eins von Amazon. Da bin ich mal gespannt, was bei dem Amazon-Paket drin ist. Aber erstmal machen wir das hier auf und danach kümmern wir uns um das andere. Ja, das zu dem Thema. Jetzt müssen wir dann aber erstmal hier... Guck, ist wieder so zugeklebt. Das ist das Einzige, was ich nicht leiden kann. Wenn wir hier nicht so abziehen hier. Das ist aber komisch, das Klebeband, das zieht sich ja wie Kaugummi. Merkwürdig. Professionell verklebt, ich sehe schon. Ja, sehr professionell zugeklebt, ich sehe schon. Und hier haben wir jetzt nichts mehr drin. Aber wirklich, wirklich gut verklebt, muss man jetzt mal sagen. Habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht? Das könnte, glaube ich, ein bisschen länger dauern hier, das Ding. Aber das könnte ein bisschen länger dauern, bis das ausgepackt ist. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Kann ich jetzt mal gucken, was drin ist? Oder? Oh. So. Sieht nach Blu-rays aus. Ja, jetzt ist der Karton ganz kaputt. Oh, eine Menge Blu-rays. Ach ne, das sind DVDs. Ach, guck mal. Wir müssen mal gucken, was das hier ist für ein Scheiß. Das ist alles durcheinander. Ach, du Kacke. Was ist das denn? Ach, jetzt ist das hier auch noch so ein Durcheinander. Moment, ich guck mal kurz hier. Warte mal. Weiß jetzt gar nicht. Ach, jetzt haben wir es. Und zwar, Zuschauerpost des Jahrhunderts. Wir haben, wie man sieht hier, ich mach da links einfach ein bisschen weiter nach unten. Wir haben hier alle 5 Twilight-Teile. Sehe ich gerade. Und zwar in Pappschubern, das ist glaube ich die, ach ja genau, das sind diese Fan Editions, ne, in diesen Pappschubern, sehe ich gerade. Erstmal vielen Dank fürs Zuschicken. Ich gucke jetzt erstmal rein. Dann müssen wir ja auch mal durchgehen. Wir starten mal mit dem, das ist der zweite, glaube ich. Ja. Gucken wir in den ersten hier, wie diese Pappschuber aussehen. Ja, farbliches Inlay, schön bedruckt. Viel Pappe, ne? Viel was kaputt gehen kann. Nettes Inlay und ja, Film und Extras.
So wie ein, ach guck mal hier, das passt ja sogar zusammen. So ein schickes Beiheftchen. Und, oh nein, was ist das denn? Oh, eine Autogrammkarte gedruckt. Klar, aber ja, schön für die Sammlung, oder? Können wir das Beiheft noch annehmen? Werbung, Werbung, Werbung und dann kurze Informationen über drei Seiten. Das zum ersten Teil. Da will ich ja gar nicht wissen, was in der Amazon-Box drin ist. Das zweite, ja. Auch wieder schön, ist auch sauber gedruckt. Ne? Ist ja, das ist aber alles wie neu. Ne? Also die haben hier keine. Ah, hier, jetzt haben wir hier eine Kante. Wollte gerade sagen, die sehen ja alle aus wie neu. Haben die ja auch wieder ein kleines Beiheft. Fan Edition halt, ne? Dann haben wir hier ein Mini-Poster. Ja, ein Mini-Poster. Dann hier mit so einem 3D-Effekt. Gute Idee, gut überlegt. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier wieder ja, Film und Extras. Ja, klar. Ich glaube, das ist eine Massenproduktion geworden nachher. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, hier was. Kein Wunder, dass da ein Knick drin war. Das war kaum drin. Das war der dritte. Raus hier. Und wenn der Netz hat, ich finde das auch mit diesem reflektierenden Schrift immer ganz gut. Standardinfos, das hier wird immer so in so einer Reflexion gehalten, nur mal auf die Rückseite einzugeben, weil wir jetzt bei jeder CD, DVD darauf eingehen würden, würden wir ewig sitzen. Diesmal haben wir hier Hochglanzfotos. Das ist echt alles wie neu. Das muss doch richtig Geld gekostet haben, demnächst, oder? Das ist, wo der Hype jetzt ganz groß war. Auch wenn mit unserem Beiheft. Ein paar kleine Informationen zum Filmchen. Hintergrundinfos. Oh, auch für Vampir-Szene. Oh, 50% Rabatt. Leck mich am Arsch. Die können auch hochgehen. Ja. Dritte Box. Und wir haben hier Film und Extras. Ja, warte. Oh Gott, gleich haben wir es durch. Und ich muss noch bei dem Amazon-Ding reingucken. Ich graut es jetzt schon. Ich habe gerade hier ein Bild vergessen. Okay, das war jetzt. Bist du bitte hier. Der blöde Gutschein kann ja auch raus. Okay. Das war der dritte. Vierte Teil. Wieso haben die den letzten Teil eigentlich aufgeteilt? Hab ich nie verstanden. Auch wieder, ne? Blinkerschrift hier auch. Nennt man das hier so. Spiegeln gehalten, so wie die Fotos. Ansonsten immer, ne, alles ziemlich nüchtern. Ja, nehmen wir auch aus. Ich weiß nicht, wie man den hübsch finden kann, da, außer ein bisschen 12-jähriges Mädchen. Christian, hast du Spalte bei dem? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Oh, ja, Hochglanzfoto. Hochzeitshochglanzfoto und das Beiheft. Pops, die habe ich auch mal gegessen, die sind ganz lecker. Oh, ich kriege Rückenschmerzen. Na, bei aller Liebe, ich habe immerhin wirklich Rückenprobleme. Also ganz schlimm. Ist das echt, diese Auspackerei ist echt eine Quälerei gerade. Aber das machen wir schon. So, ich sage ja, ihr müsst heute Zeit mitbringen. Es ist Sonntag, ihr habt Zeit. Eigentlich ist heute gar nicht Sonntag, ich lüge euch an, aber das Video kommt erst am Sonntag. Film und Extras, wunderbar. Also ich muss auch sagen, dieser Aufdruck, auch bei den anderen Covern, wenn wir jetzt die hier rauskriegen, hat man immer einen schönen Hinterdruck mit drauf, also das ist toll. Was ich lieber gehabt hätte, wäre jetzt ein Standard-Disc halt. Die haben alle Wendecover, weil dann habe ich das blöde FSK-Logo da nicht drauf. Ich bin witzig. Dann habe ich das blöde FSK-Logo und mich denke ich da drauf, weil ich muss sagen, das macht immer so die Hülle kaputt. Und die sind hier, ach guck mal, die sind extra aufgeklebt. Die kann man abziehen. Ach, das ist ja super. Ich muss hier mal gucken, ob ich die dann mal ganz sauber, weil ich habe so eine Galaschspachtel, dass ich die ganz sauber abziehe. Und das kann man sich gut hinstellen. Neben meine 50 Shades of Grey Sammlung oder meine SM-Torturfilm Sammlung, da rede ich mit euch lieber nicht drüber. Ihr wollt ja heute Nacht auch schlafen können, ja? So, jetzt der letzte Teil der Sage, dann können wir aber auch mit dem Twilight-Thema abschließen. Es sei denn, da ist noch irgendein Twilight-Special, hau mich tot oder so drin. Weil wir haben eine Blu-ray Collection La Saga habe ich ja und jetzt die DVDs, dann auch noch Fan Editions. Ich denke mal, die waren gar nicht jetzt schweineteuer, mal. Deswegen kann ich mich nur mehrfach bedanken dafür, gerade für sowas. Und ja, jetzt haben wir hier auch den letzten Teil. Ja, wieder ein schönes Inlay. Ne? Und ja, kleines Beiheft. Diesmal anscheinend keine Autogrammkarte oder sowas, nur
Werbung für Gewinnspiele von irgendeiner Firma, die ich nicht nennen werde, weil bin ich bescheuert. Und dann haben wir erschreckenderweise Film und Extras. Komm ja, okay. Wie ich dann immer, oh jetzt passt es, wie ich dann immer sage, ich kann mich bei solchen Leuten, die sich so eine Mühe machen, kann ich mich nicht oft genug bedanken. Alleine schon dieser, der Aspekt, was die ganze Rotze hier kostet, was das mal für ein Hype war, also diese ganze Filmreihe für ein Hype war und was weiß ich, ne? Dann muss man dann schon sagen, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und ehrlich gesagt, bin ich doch somit jetzt schon vollkommen auf dem Stand eines 14-jährigen Mädchens, was irgendwie auf wie hieß denn der blöde Affe da noch, der hässliche da? Patrick Stewart, da bin ich auch ganz woanders. Ja, Edward, wie heißt denn der Arsch? Robert Pattinson, verdammt Axt. Hat auch noch einen anderen Film mitgespielt, die haben aber komischerweise gefloppt, weil, wie bei Josh Radner, den hat man nur in How I Met Your Mother gesehen. Und ich sollte mir noch How I Met Your Mother besorgen an der Staffel. Ach, eine kleine Info für euch. Ich habe ja gesagt, dauert heute länger. Ich bin einer der Leute, die eine von den 600 Limited Edition Steelbooks ergattern konnten. Von Rumpastompa umgeschnitten auf Blu-ray neu abgetastet. Nur, dass ihr es wisst, irgendwann seht ihr davon auch noch ein Unboxing. Gut, wir haben das jetzt erstmal abgehakt. Jetzt kommen wir zum Amazon-Paket. Da muss ich mal kurz schneiden, weil ich räume ja eben den ganzen Scheiß hier vom Tisch, dass wir das nächste Päckchen dann aufmachen können. So, dann haben wir das Amazon-Päckchen. Ist ziemlich klein und dünn, oder? Naja, aber, ja, war jetzt natürlich, ach ja, diese. Jetzt nehme ich den Karton, wie man sieht, weil das lag nämlich halb nass im Briefkasten, weil die Amazon-Leute klingeln ja nicht, auch wenn sie es sollen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ja, Twilight hätten wir abgehakt. Gucken wir mal, was hier jetzt drin ist. Lied nach einer. Da müssen wir erstmal hier gucken. Coole Sonnenbrille. Mega geil. Okay, da. Ist das eine John Lennon-Brille? Welcher Arsch ist hier am. Ja, nicht geraten. Ja, so eine Art Hippie-Brille. Ich weiß nicht. Mit UV-Schutz sogar. Aus den Niederlanden. Nette Idee. Okay, was haben wir noch? Oh, nein, das sieht nach der Blu-ray aus. Wie, da ist jetzt Twilight drin. Dann flippe ich aus. Ach nee, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was haben wir denn jetzt hier? Twilight Saga, komplette Collection, 6 Discs. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 617 Minuten und 958 Minuten Bonus. Oh nein. Oh Mann. Könnte ich ja mal Ruhe haben. Unverschämtheit, wenn einmal deine Ruhe haben willst, krieg die Scheiße hier nicht auf. Ja, das ist zugeschweißt, dies. So. Okay. Habt ihr eigentlich schon gesehen? Ach ja, da habe ich schon gesehen. Okay, wir haben jetzt hier die Saga. Ah, guck mal, wenigstens schön. Das ist toll, wenn man jetzt so einen dunklen Text und dann noch so klein und dann noch so ein klein gedrucktes und ich werde dich umbringen, mein Freund. Das finde ich schon mal scheiße. Ne? Das ist doch blöd, sowas. Obwohl, das kann man hier zum Glück, wie ich gerade sehe, nicht mal als Wendecover benutzen. Normalerweise hat man immer ein Wendecover, damit man nicht dieses bescheuerte Fiskal-Logo hat. Aber gut, das nicht. Was ich gerade sehe, das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Da könnt ihr das sehen. Die sind alle übereinander gelegt. Wie soll ich denn hier eigentlich? Meiner sagen, wie ich das hier mache? Was ist das denn?
ganz normal so ein Dreier, aber so ein 5 Kilometer hoher. Sind die Discs hier komplett übereinander gelegt? Sind die noch kratzerfrei? Also so eine Bauweise habe ich noch nicht gesehen. Platz sparen, wa? Und hier haben wir dann 6 Discs. Und wir haben 5 Filmdiscs, glaube ich. Dazu muss ich die sogar ernsthaft rausnehmen. Wir haben hier... Oh Gott. 5 Filmdiscs. Nehmen wir die mal so hin. Oh Gott. Wer baut denn so einen Müll? Im Ernst. So, wir haben hier 5 Filmdiscs. Und dann haben wir... Bis in alle Ewigkeit. Da sind nur die Extras. Bonus. So, wir nehmen einfach noch Film und Bonus. Oh Gott. Da habt ihr mir was einfallen lassen. Oh, Herrgott. Oh Mann. Zum Glück muss ich den jetzt nicht mehr. Oh. Tja, trotzdem. Vielen Dank. Dann können wir jetzt das Video hier abschließen und ich gehe mich erhängen oder so. Aber bevor ich mich erhängen gehe, setze ich mir erstmal noch meine coole Brille auf. Also, ich packe die mal aus und wir sehen uns demnächst wieder.